Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, beim letzten Mal sind wir dabei stehen geblieben, wo wir für Prick diese Leutnants, aber LT nehme ich mal an, dass das für Leutnant steht, erledigen sollten. Und ja, wir machen weiter mit dem Leutnant Angvar oder Angvar. Das ist eure Chance, dem schrottigsten, aufstrebendsten jungen Clan of Pandora beizutreten. Überlebt die tödlichen Burrows und bringt mir diese Sandwurm-Trophäen, um zu beweisen, dass ihr würdig seid. Okay, das ist eine Nebenmission, die ich noch auch noch habe. Okay. Echt jetzt? Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich könnte ja auch einfach im ultimativen Kamel-Modus Nebenmissionen machen, um mich hier zu steigern. Wäre das eine Idee? Vielleicht. Okay, habe ich jetzt bald mal alle Gegner? Gut. Geht doch. Oh, komm schon. So. Komm noch? Was? Oder was hat er? So. Kann es angehen, dass die ganze Grafik oben nochmal aktualisiert worden ist? Na egal.
Und tschüss. So. Übrigens, bevor ihr denkt, ich werde nach Borderlands 2 direkt mit dem dritten Teil loslegen. Nein, ich werde natürlich grandioserweise erstmal Borderlands 1 noch vollenden, weil das wurde ja mir auch angesprochen, dass das halt nicht zu 100% gespielt habe, ne? Grandioserweise kann ich nun auch nicht hellsehen, ne? Dass das halt nicht 100% ist, nur weil ich sage, okay, Story durch, fertig. Und die Nebenmission. Aber zum Glück ist der erste Teil ja noch recht überschaubar, was das anbetrifft. Zum Glück, wie gesagt, ne? So, wie dem auch sei, ja, und wenn ich den dann auch durch habe und den zweiten Teil halt nicht remastered let's playen werde, was kommt wohl am nächsten? Genau, Pre-Sequel kommt dann als nächstes. Auch wieder Mammutprojekt, aber muss sein. Das ist Lieutenant Angrers Versteck. Er war Hectors rechte Hand und er muss sterben. Und Borderlands 3 kommt dann irgendwann so Ende 2021, Anfang 2022 dann voraussichtlich. Aber bis dahin denke ich zumindest die ganzen Spiele durchzuhaben, die ich eingeplant habe. Und halt auch Borderlands 3 zu besitzen. Okay, Moment. Der nutzt Blitzenergie, ne? Das ist unfair. Ich habe jetzt nicht zufälligerweise sowas mit, ne? Oh doch, ja, nur ganz zufällig. Das ist der nächste, der ist hinter mir schon wieder. Oh, ist das ätzend. Oh, ist das ätzend. Oh Gott, das will. Hör auf, pfui, 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 geh weg, ach komm schon. Nicht fair. Das ist ja mal mega ekelhaft, der Typ. Nicht nur, dass er unfassbar viel Schaden macht. Damit hätte ich gar kein Problem. Nein, dazu kommt noch, er ist so richtig ekelhaft zu besiegen. So. Jetzt, wo muss ich rein? Wo ist das? Achso, oh Gott, ich muss ganz da hinten hin wieder laufen. Ach, was soll's. Wobei, Moment, gab's nicht irgendwie einen Trick-Clip, den ich gemacht habe? Ah ne, ging gar nicht, ne? Na super, das heißt, ich werde da durchlaufen müssen und gucken, was da im Schrank ist, weil das wollte ich gerne wissen. Deswegen wollte ich mir eigentlich nochmal ganz kurz belebt wissen. Ja, das war jetzt sehr häufig gesagt, Wissen. So, aber ehrlich mal, was ist das jetzt für ein Problem gewesen, dass ich da ja theoretisch keine Chance hatte gegen ihn? Na super, hier kann ich mich nirgends verschanzen, außer runterhüpfen. Und das ist jetzt noch nicht mal meine Option.
Ich sehe ihn nicht mal, ist das Problem. Ah ja, aber glaube ich schon mal erwähnt, ne? Alter. Hier, komm. Ja, ist klar, wieso. Wieso stirbt denn der Zwerg dann nicht, wenn ich drauf schieße? Warum ist der Typ einfach allmächtig? Das muss nicht sein. Oh Gottes Willen, Leute, ich krieg hier gerade echt die Krise mit den Typen. Jetzt muss ich da nochmal reinrennen wegen diesen scheiß Skin. Das muss leider sein. Ist schließlich ein Regenbogen-Skin. Keine Ahnung, wofür. Das ist halt immer so das Problem. Oh Mann, ey. Entschuldigung, das triggert mich halt gerade ein bisschen. Den habe ich beim einfachen Modus ganz einfach hingekriegt. Und zwar wortwörtlich. Das Problem ist, ich habe halt auch keine Raketen, ne? So. Ich habe auch ehrlich gesagt einen negativen Effekt, wie ich unten sehe. Kann ich leider aber auch nicht nachgucken irgendwie. Nervt mich das so. Hallo, 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 hallo. Glaubt ihr, dass mich das aufhalten wird? Yes! Ich habe ihn zwar noch zerstört. Möchte ich mal festhalten. Aber ich bin trotzdem liegend gewesen meiner Verletzung. Warum? Also das ist wieder so dieses, wo ich halt das auch nicht nachvollziehe, wie das Spiel da tickt in dem Augenblick. Aber hey, grandios, wir haben den jetzt erledigt. Jetzt hole ich mir nur noch meine Belohnung da hinten ab. Bisschen wegen meine belohnende Sache. Und dann gucke ich mal, da ich dann zum nächsten Spot komme. Trotzdem, ekelhaft fieser Gegner, wenn man bedenkt, dass ich da so viel Schaden gefressen habe. Und so viel Geld rausgeschmissen habe. Das kommt ja auch noch dazu. Aber da steht auch Geld verloren. Hab schon Besseres gesehen. Wir sind aktuell bei 51, ne? Cool. Das war der. Töte Leutnant Terra. Keine Ahnung, wer das ist, aber okay. Ich versuche, was ich machen kann. Volltrottel. Sprengt dich selber schon halbwegs hoch. Einmal recken, einmal strecken. So langsam rosten bei mir nämlich auch die Knochen in Anführungszeichen. So. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, das ist die letzte Aufnahme für heute. Ich guck mal gerade. Ja, zumindest
Schaut's aus. Ja, mal kurz rechnen. 21 Uhr habe ich angefangen. Wir haben jetzt 22 Uhr etwas. 22:50, also ja, fast 4 Folgen. Ich könnte noch eine Folge machen, aber ich werde langsam müde. Und ich muss vor allem die Folge für Montag gerade noch rendern. Damit ich das alles zumindest noch habe. Thumbnail auch noch schustern von den ganzen Projekten. Und dann noch hochladen. Kennt ihr es nicht, wa? Und während ich hochlade, rendere ich halt den Rest. So. Achso, ich wollte noch was nachgucken. Lieutenant Tetra wurde zuletzt irgendwo in Helios gesehen. Der Kerl würde eine Pandemie auslösen, wenn ihm das zu bekannt ist. Das mache ich mal parallel. Denke, Lilith, je mehr wir über die Sirenen wissen, desto mehr wissen wir auch über dich. Wir wissen immer noch nicht, woher diese Kräfte kommen oder wie sie sich in Zukunft zeigen werden. Gerade du solltest erkennen, wie wichtig diese Informationen sind. Moment, wir sind nicht die Ersten, die diesen Ort gefunden haben. Hammerjäger, erledige diese Soldaten. Schon seine Ingenieure geschickt, um sich die Ausrüstung anzusehen. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Meinetwegen. Mach, was du willst. Aber schick mir zuerst die Daten. Wir können uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Also gut. Kammerjäger, kümmere dich drum. Daten gehen ein. Hier kommen eine Menge mieser Erinnerungen hoch. Selbst nachdem Jack mich gefoltert hat. Kann ich mir nicht vorstellen, was Angel durchgemacht haben muss. Eine Menge. Ein Vogel im Käfig. Ihr ganzes Leben lang. Sie hätte so viel mehr sein können. So viele Daten zum Durchstören. Ach, fantastisch. Jetzt kannst du dich hier voll austoben. Legen wir diesen Ort in Schutt und Asche. Weg damit. Kann ich gerne machen. Unsichere Angel-Aktivität registriert. Führe Notsicherungsprotokoll gefallener Engel durch. Ich kümmere mich darum. Lasst euch nicht umbringen. Kammerjäger, da sind ein paar Bots unterwegs. So, kümmere ich mich erstmal darum. Ihr seid nichts weiter als ein Haufen Raiders. Tetra. Hat er auch einen Tetra-Pack mit? Ich hätte nämlich Durst. Ich weiß, das war nicht mein bester Witz, aber immerhin ein Witz. Nur noch ein Neu-Panderaner übrig. Weg damit. Moment, was? Ich vergesse immer, dass die Hotloader explodieren.
Diese Hotshot-Loader. So. Jetzt muss ich ja noch hier weitermachen, ist ja noch das Thema. So, was war's jetzt? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja. Okay. Da oben drauf muss was sein. Komme ich aber so nicht ran. Okay. Dann hier hoch. Sich hier Munition rein. Verlassen kann. Jetzt komm zurück. Sodele. So, cool. Warte. Ich wollte ja das noch weitermachen, ne? Okay, aber ich habe auch nicht mehr zu viel Zeit, deswegen hoffe ich, dass das schnell geht. Zusätzlich muss ich auch herausfinden, wo ich hin muss. Schließlich. Ja. Kann es grandioserweise überall sein, gerade. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich gerade in den richtigen Weg, also in die richtige Richtung laufe, aber schließlich gibt es hier hinten ja auch noch eine Schnellreisestation. Was ist denn jetzt los? Ach, grandios. Speicherpunkt. Sagt ja auch dann das Spiel so. Nö, mach jetzt mal nicht weiter gerade. Grandios. Bin ich auf Fall? Ich habe gerade mal 2 oder 3 Minuten, um den dann zu schaffen und ich muss auch noch hinrennen. Ich weiß also von daher auch gar nicht, ob ich es überhaupt packe. Ah, grandios, ich bin falsch gelaufen. Das Ruckeln nervt. So. Ja, dann kann ich sowieso nach, na, wie heißt das hin? Um die Mission als fertig abzugeben. Die eine Serienlogik. Und dann den Rest machen.
Genau, hier der Backburner und für dahin, ja. Okay, dann erstmal der Backburner und dann Mr. Skrull Research Center. Und natürlich muss es jetzt zum Ende noch immer ein bisschen ruckeln. Ist ja klar. Ah. So. So. Ja, jetzt heißt es dann doch den Part beenden, dann mache ich das alles im nächsten Part. Dann beende ich einfach jetzt hier den Part und werde dann auch grundioserweise im nächsten Part weitermachen, weil jetzt ufert das sonst wirklich aus von der Zeit her. Es reicht, wie gesagt, schneiden, rendern, Thumbnail schustern. Das möchte ich alles jetzt noch hinter mir haben und da muss ich auch gleich noch hochladen. Ich werde also auch großartig keinen Schlaf kriegen und morgen muss ich auch gucken, da ich einigermaßen fit bin, da ich zumindest noch ein Part Borderlands aufnehme, zwei Parts Cheesemace aufnehme. Also von dem Zeitpunkt, wo ich hier gerade aufnehme. Und Just Cause muss ich auch mal gucken, da ich da wieder vorankomme. Auch wenn ich so langsam keine Lust mehr habe, aber wenn man dann das Ziel in der Nähe hat, so die 100%, dann wird es doch wieder interessanter für einen, natürlich. Es ist ja grandioserweise immer dasselbe. Zusätzlich, wie gesagt, muss ich auch gucken, da ich Borderlands, ja, die Zeit lang gucke, wie ich das herausfinde mit den 100%. Da gibt es doch bestimmt irgendwie eine Möglichkeit. Oder? Super. So, wie gesagt. Schnell Lilith Bescheid geben. So. Pandora ist ein seltsamer Ort. Ich bin schon sehr lange hier und der Planet überrascht mich immer wieder. Aber wenigstens ist es nicht langweilig. Immer etwas Neues am Horizont. Okay. So. Ja, dann sieht es schon mal wieder nochmal nach ein bisschen weniger aus. Grandios. Dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Die ganzen anderen Sachen hier, Forge und ach, hast du nicht gesehen, mach ich noch. Aber von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein. Und ciao!